Peace Leute, Brody is back und heute gibt's von mir wieder ein neues Video für euch. Und ja Leute, Miku MK schreibt mir abermals, er möchte gern Hamburger Brötchen wie diesem Hähnchenfleisch, dann Gouda saure Gurken mit Hot Chili Sauce. Ich blende es hier nochmal oben ein. Und ja, das werde ich jetzt für dich machen heute, auch zur Herstellung Lego. Doch bevor wir das herstellen, ne, erstmal zeigen, was brauchen wir dafür. Also wir brauchen ganz klar, ihr kennt es von meinem Wocheneinkauf, Miku, du kennst es von meinem Wocheneinkauf, die Hamburgerbrötchen, werden nicht alle sein. Ich mal schauen, was ich mir später gönnen kann, als Ersatz für die Hamburgerbrötchen. Dann brauchen wir diese Hot Chili Soße, so ihr kennt sie von Kanyas Obi-Line-Marke, aber es ist eine besondere Chili Soße. Dann brauchen wir dafür den Gouda, diesen Kulianker, Gouda in Scheiben. So, den Käse brauchen wir. Dann brauchen wir diese Gewürzgurken. Gewürzgürkchen von Bautzner. So, die habe ich hier. Auf jeden Fall, ihr seht es Leute. Es steht auf jeden Fall im Hintergrund. Ihr habt es gesehen, Leute. Und dann brauchen wir noch dieses Paprika Pepper Dew Hähnchen. So, Miku, du kannst es sehen. Ich habe es schon bereits alles fertig gebraten. So, damit ich das dir jetzt nicht nochmal in der Packung zeigen sollte. Ja, für dich also bereits fertig gebraten, Miku. Hier siehst du es. Auf jeden Fall, ja, das alles brauchen wir für unser heutiges Video, würde ich sagen, Miku, Lego, wie machen wir das Ganze? Im Prinzip ist es ganz einfach, du hast mir die Reihenfolge hingeschrieben, so wie in den guten alten Zeiten, ne? Du hast mir die Reihenfolge hingeschrieben, also werde ich das auch nach dieser Reihenfolge machen. So, wie in den guten alten Zeiten, also zuerst brauchen wir, schreibst du mir den Hamburgerbrötchen, dann machen wir das, so. Vorsichtig aufmachen. So. Bei manchen Hamburgerbrötchen passiert es, dass man dann nur so die Hälfte hat. So, man macht das auf und dann ja, ist nur die Hälfte abgebrochen. Genau, und das ist dann nicht mehr so gut. Ne? Deswegen muss man da halt besonders aufpassen, dass man zwei Hälften hat. Dann machen wir mit diesem Hähnchenfleisch. Ach ja, Miku, du siehst hier, ne? Ich hab's dir vergessen zu sagen. Du siehst hier noch ein zweites Hamburgerbrötchen. Das deutet darauf hin, dass ich heute zwei Essenskombinationen machen werde. Also zwei Essensvarianten. Und zwar mit denselben Zutaten. Ich werde zwei Essensvarianten machen. Und zwar die erste Variante werde ich pur probieren, einfach so mit trockenen Brötchen. Und die zweite Variante, die kommt dann noch ins warme Eis rein. Also freu dich schon mal darauf, Miku. Auf jeden Fall, ja, dafür das zweite Burgerbrötchen, Hamburgerbrötchen, auf jeden Fall mit diesem Hähnchenfleisch. So, da tun wir mal dieses Hähnchenfleisch da drauf. Und ja, Miku, weil wir noch eine zweite Hälfte brauchen, machen wir hier logischerweise nur die Hälfte drauf. Schön dieses Paprika Pepper Dew hier drauf damit. So, und die andere Hälfte, genau, Miku, und die andere Hälfte, die machen wir dann aufs Waffeleisen drauf. Auf die Waffeleisenbrötchen drauf. So, Hähnchenfleisch ist drauf. Dann schreibst du mir hin, ich soll Gouda drauf machen. Na, dann machen wir das mal. Wir machen schön fett zwei Scheiben drauf. So, eine Scheibe hier. Eine Scheibe quer. So richtig kreuz und quer hier. Zwei Scheiben. So, und das Resultat sieht erstmal so. Na, Miku, du siehst es. So, Miku, du siehst es, ganzes Pepper Dew, so ist Käse, also richtig kreuz und quer draufgelegt. Dann brauchen wir diese saure Gurken. Und ja, ich überlege gerade, wie soll ich diese Gurken schneiden? Ja, wird zwar natürlich eine Schweinerei werden, aber wir werden das so machen. Wir tun dieses Brötchen raus. So, wir tun das diese Brötchen raus. Wir haben hier noch so eine Folie. So, Miku, du siehst es, wir haben eine Folie. Und da tun wir jetzt einfach so ein Gürkchen drauf. Und dann schneiden wir das Gürkchen. So, das ist alles. Das kriegt. So, Miku, du siehst es, ne? Einfach auf der Folie drauf, so als kleine Notlösung, damit ich jetzt den Tisch nicht voll kleckere. Du weißt, Miku, das muss nicht sein. Genau, damit ich jetzt den Tisch nicht voll kleckere. Da habe ich ja sowas wie eine kleine Folie drauf. Ja, wir machen vier dicke Scheiben. So, ich zeige mal den Zwischenstand, so wie du es halt gewohnt bist, Miku. So, Miku, du siehst es, der Zwischenstand hier. So, Gürkchen sind drauf, Käse, Pepper Dew, du siehst eine Pepper Dew, Käse, Gürkchen ist drauf. Jetzt kommt noch diese Chili-Soße.
Und das war's. Da kann man das Brötchen zuklappen und dann kann man es probieren. So, machen wir mal schön. So, Barbecue, du siehst es. Viel hilft viel, auch bei der Chili-Soße. So, was würde ich einfach mal sagen? Brötchen zuklappen. Barbecue, du siehst es. Hier mit Gürkchen. So, ist richtig geiler Burger geworden. So, du siehst es. Hier, Nico, du siehst es. Richtig geiler Burger geworden. Und da würde ich einfach sagen, einfach sehr mal schön diesen Cheeseburger. Sieht Leute, Nico, schaut mal, Nico und die anderen, schaut mal, das sieht echt aus wie so ein Cheeseburger. Käse, Fleisch, Gürkchen. So, das sieht echt aus wie so ein Krabbenburger, wie so ein Cheeseburger. So an alle die ganzen Sportfrequenz unter euch. Aber egal, Spaß beiseite. Ich werde es jetzt für dich auch essen, Nico, so wie immer. Und am Ende, wie immer, werde ich eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben. Ja, auf dich, Miku, im Count, auf euch alle Abonnenten. Schmeckt einfach wie ein Cheeseburger. Nicht mehr, nicht weniger. Also er schmeckt auf jeden Fall nicht wie ein Cheeseburger von Mc's. Weil von Mc's, von McDonald's, ne? Von Mc's schmecken die Cheeseburger immer viel weicher und sanfter. Also sanfter weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall weicher bei Mc's. Und ja, die haben auf jeden Fall ein anderes Fleisch. Aber ich weiß nicht, so, hallo Leute, ich kann euch nochmal von innen zeigen. Barbecue, so sieht er von innen aus. So ein richtiger Premium-Cheeseburger hier. Nicht wie der kleine von Mc's. Und hier Leute, ey, das ist ein richtiger Premium-Cheeseburger. Ja, also er ist trocken. Aber ich glaube, das hat was mit dem Brötchen zu tun. Ich überlege gerade so. Für einen exzellenten Cheeseburger passt da irgendetwas nicht. Ich weiß nicht, was nicht passt, so konkret. Aber irgendwie für die vollen 10 Punkte, Nico, leider muss ich dir sagen, für die vollen 10 Punkte reicht das nicht. Ich weiß, was für die vollen 10 Punkte nicht reicht, Nico. Ich weiß was. Der Käse dominiert viel zu stark. Die Gürkchen gehen voll klar, die Gürkchen. Die Soße geht voll klar, passt absolut spitze. Das Fleisch ist auch ganz gut. Allerdings muss ich sagen, beim Fleisch muss ich jetzt auch noch mal einen kleinen Haken machen. Das Fleisch ist mir nicht dick genug. Also ihr habt es gesehen, Leute, ich habe das Fleisch ja zweischichtig gemacht. So, das Fleisch habe ich zweischichtig eingefügt. Aber dennoch spüre ich das Fleisch nur bedingt. Konsistenzmäßig spüre ich das Fleisch nur bedingt gut raus. Das wäre so ein zweiter Minuspunkt. Also ich sag's mal so. Geschmackmäßig schmeckt man alles raus. Also geschmackmäßig, ich meine, ich muss ja nicht mehr zu sagen, ihr seht das Leute, es ist ein Cheeseburger, ist ein klassischer Cheeseburger, ne? Geschmacklich schmeckt das 10 Punkte wert. Ja, absolut spitze, ist absolut Gönnung. Ich meine, wer gönnt sich von euch keinen Cheeseburger? Genau, ich meine, jeder von euch gönnt sich ihn einfach. Deswegen Leute, für jeden ist das glaube ich eine Gönnung. Für jeden kann ich hier einfach die 10 Punkte gönnen. Hier, ich traue allen Leuten, die sagen, der ist 10 Punkte wert und ich sage das auch jetzt. Geschmacklich würde ich 10 Punkte für den Cheeseburger geben. Die Frage ist aber, wie sieht das mit der Konsistenz aus? Mir dominiert der Käse zu stark. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich, ihr habt es gesehen, Leute, weil ich da zwei Schichten reingemacht habe. Vielleicht deswegen. Zu dominant im Käse und zu schlecht schmecken, also zu undominant, sag ich mal, zu undominant im Fleisch. Und daher würde ich schon sagen, 8 Punkte. 2 Punkte Abzug, weil zu dominant dort, zu nicht dominant, zu wenig dominant dort. Deswegen würde ich sagen, minus 2 Punkte, 8 Punkte. Und daher würde ich sagen, konsistenzmäßig relativ gute bis sehr gute 8 Punkte. Und 8 bis 10 Punkte, 9 Punkte. Also Nico, das kannst du dir auf jeden Fall gönnen. Ja,
kannst du gönnen. Ich würde dieser Essenskombination auf jeden Fall 9 Punkte geben. 9 von 10 möglichen Punkten. Und ja, da wollte ich einfach sagen, Nico, wir sehen uns bei der zweiten Essensfeier. Lego. Oh, peace, Nico. Und ja, Miku, das ist die zweite Essenskombination. Und ja, Miku, du siehst es, es ist einfach ein Hamburger im Waffle Maker. So, war Miku, du siehst es, einfach so ein Hamburger im Waffle Maker. Ich meine, wer von euch allen Abonnenten, wer kennt von euch noch das Video, wo die Prank Bros ein Big Mac in den Waffel, ins Waffeleisen reingemacht haben? Genauso sieht es bei mir in etwa auch aus. Ich habe einfach einen ganzen Burger gemacht, einen Cheeseburger. So, war Miku, du siehst es. Einfach ein ganzer Cheeseburger aus dem Waffeleisen. Genau. So, kann ich es mir sogar noch trennen hier. So. Würde ich sagen, erstmal die eine Hälfte und dann die andere. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ja, das sieht schon ziemlich lustig aus. Einfach so ein Burger zusammengequetscht im Sandwichform. Sieht ein bisschen lustig aus. Ja, also ich finde es lustig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Auf jeden Fall, wie bei der ersten Essenskombination, jetzt werde ich auch eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben. Ja, auf dich willkommen kann und auch euch alle Abonnenten. Lecker. Mmh. Oh, lecker, lecker. Wird nochmal saftiger, Leute. Es wird nochmal saftig, herzhaft. Und in Bezug darauf, hier dominiert der Käse nicht so stark. Nö. Na gut, hier kann man sehen, der Käse hat sich hier angesammelt. Nö. Nö. Nein, nein, Leute, und nochmals Miku, nein. Der Käse dominiert in dieser zweiten Essenskombination, in dieser zweiten Essensvariante. Hier dominiert auf jeden Fall der Käse nicht stärker als das Fleisch. Und das macht es die Essenskombination noch besser. Sag ich, jawohl, Jawolski. Jawolski, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Der Käse dominiert nicht stärker als das Fleisch. Und das Fleisch, da schmeckt man hier auch viel besser raus, weil du siehst, es ist Döner flacher und das Fleisch ist mehr vorhanden, weil es so flach aussieht. Top. So sieht das nochmal von innen aus, also Miku, du siehst es, Chili Soße, Pepper Dew. Ich sag mal so, dieses Pepper Dew, das habe ich bei der ersten Essenskombination vergessen zu sagen. Diesen scharfen Paprika-Geschmack, weil es heißt ja Paprika, Pepper Dew, ne? So Paprika und Pepper, das bedeutet scharfes Paprika, ne? So in etwa. Dieses scharfe Paprika, das hat man im Ansatz rausgeschmeckt. Aber weil man das ansatzweise rausgeschmeckt hat, ja, würde ich das schon als einen guten Punkt bewerten. Also ich würde sagen, dass man das gut rausschmecken konnte. Also für diesen Paprika-Pepper-Dew-Geschmack würde ich jetzt keine Punkte abziehen, weil den hat man da schon ziemlich gut rausgeschmeckt. Wo ich jetzt gerade überlege, dieser Geschmack. Wisst ihr, was ich jetzt gerade dachte, Leute? Ich dachte, in dieser Sandwich-Maker-Kombination, hier schmeckt man diesen Pepper-Dew-Geschmack nicht gut raus, also schlechter raus als in der ersten Essenskombination. Aber jetzt nach diesem Biss, ne Leute, ich nehme es zurück. Also in der zweiten Essenskombination, hier schmeckt man diesen Paprika-Pepper-Dew-Geschmack genauso gut raus wie in der ersten Essenskombination. Also das ist auf jeden Fall punktgleich. Geschmacklich ist das hier auf jeden Fall punktgleich. So, hat mir schön wieder den ganzen Tisch dreckig gemacht, ist super. Auf jeden Fall würde ich sagen, hier gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Also die zwei kleinen Mängel, die zwei kleinen Mankos, die es in der ersten Essenskombination gab, weil es waren ja keine 10 Punkte, die Mankos beseitige ich hier in der zweiten Essenskombination, deswegen sage ich, konsistenzmäßig und geschmacklich 10 Punkte. Das verdient bei mir auf jeden Fall, weil es passt einfach, es ist voll die Geschmacksgönnung. Ja, Cheeseburger aus dem Waffeleisen bei mir verdient auf jeden Fall die volle 10 Punkte, 10 von 10 möglichen Punkten. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, jetzt sehen wir uns beim Auto. Lego. So Leute, also das war's mit dem Video und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, abonniert meine Fan-Website auf Instagram, abonniert auch da meine private Website. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.